Hallöchen, Popöchen YouTube, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Crime Scene Cleaner. Oh, das war auch gefährlich hier mit dem Hund, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen Selbstmord vertuscht, sozusagen irgendwie auch. Ganz merkwürdig alles. Naja, schauen wir mal, was diese Folge dabei ist. Unbezahlte Behandlungskosten. Herr Kowalski, dies wird das letzte Mal sein, dass ich Sie daran erinnere, alle bereits überfälligen Zahlungen zu leisten. Die maximale Zahlungsfrist beträgt 60 Tage. Sie schulden unserer Klinik $23.000. Und der Betrag erhöht sich täglich um $1.500. Wir möchten Elenas Behandlung ungern stoppen, aber wenn Sie uns nicht bis Ende des Monats bezahlen, lassen Sie uns keine andere Wahl. Aber die müsste ich doch jetzt schon locker haben. Warum kann ich das nicht machen? Bezahlen. Wunder über Wunder. Seit du mir geholfen hast, ist alles, als würde jeder Tag ein neues Wunder bringen. Ich dachte, ich wäre schon erledigt. Weißt du, all diese Schulden, keine gute Schule oder normale Arbeit und so weiter. Aber die Dinge werden tatsächlich besser. Lol. Kürzlich habe ich dieses Mädchen, Trisha, getroffen. Und wir haben uns sofort verstanden. Sie gehört auch zu den Straßen, also versteht sie es. Versteht mich. Sie macht großartige Musik und ich weiß, dass sie es eines Tages rocken wird. Freunde, Support's kein Mord. Es ist seltsam, aber es bringt mich irgendwie dazu, mehr über das Leben nachzudenken. Oder sie tut es, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann sie ihnen eines Tages vorstellen. Kurzschluss. Du musst meinen Namen nicht wissen, aber ich kenne dich, Mr. Kowalski. Wie du weißt, wird diese Welt von Hackern und Immobilienmaklern regiert. Und rate mal, wer der OG unter ihnen ist. Genau, ich. Ich mache kaum Fehler, aber verdammt, dieses Mal habe ich wirklich Mist gebaut. Der Immobilienmarkt dreht durch, also musste ich natürlich den Preis von dem geilen Haus manipulieren, das ich im Auge hatte. Habe in das Smart Home System gehackt, die Familie, die dort lebt, verängstigt und sie denken lassen, es sei ein Spukhaus. Habe den Mord-Selbstmord-Plot-Twist nicht kommen sehen, mein Fehler. Kannst du das Chaos für mich beseitigen? Es wartet eine fette Belohnung auf dich, wenn du es schaffst. Okay. Klingt gut. So, mein Kleiner, du bleibst schön hier. Papa geht jetzt eben wieder ein bisschen Putzi-Putzi machen und danach gehen wir eine Runde spielen, ja? Ja. Gut. Warte, hier. Fang die Kartoffel. Auf geht's. Kurz Schluss. Da bin ich ja mal gespannt. Don't ask me why smart houses began to creep the shit out of me. I saw so many weird things all in one place. No wonder those people went mad. If I didn't know, I would have gone mad too. Is scaring one's neighbors to death the only way to fight these insane housing prices? Haben wir hier irgendwie die Möglichkeit, an Licht zu kommen? War hier gerade jemand scheißen, ja? Einfach so. Ja, nicht, dass man auch was Seife ausrutscht. Wir gucken uns erstmal um, hä? Erstmal hier meine schöne Lampe. Kommen wir schon mal nicht rein. Was zur Hölle ist denn hier passiert?
Ruhe. So, gar keine Musik ist auch heftig, oder? Blunt force trauma. Hit in the head many, many times. Warum leuchten die Kameras? Shit, this job will kill me one day. Versuchen auf einen geschützten Ordner zuzugreifen. Authentifizierung erforderlich. Manuelles Hacken. Da bin ich gut drin. 3, 6. Ich will das sehen. Die Katze da im Hintergrund, Alter. Oh Gott. Dankeschön. Right open. Must have been a heavy calendar. Painted the walls red. Junge, Junge, Junge. Ist irgendwo eine Katze hinter oder was? Whoa, 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 easy. Junge, was ist denn hier los? Ich höre doch eine Katze die ganze Zeit. Komisch alles. Naja, fangen wir mal unten an. Hast du keinen Bock in den? Oder? Wobei hier unten gibt es da gar nicht so viel zu tun, ha? Huh? Schauen wir mal so. Hochdruckreiniger. Der ist schon aufgeladen. Wie kriege ich da jetzt Reinigungsmittel rein? Oh, cool. Aber so drauf gespritzt. Warte mal, vielleicht kann ich auch einfach... Oh ja. Das macht's viel einfacher. Aber hier unten sind ja auch noch Räume, ne? Die gehen da noch gar nicht auf. Wohlgemerkt. Das macht es noch viel einfacher mit der Lampe. Apropos. Sauber ist er. Hier ist die Katze irgendwo.
Machen wir eben den hier. Für die Treppen, das geht schneller. Gut. Jetzt möchte ich jedes Mal wieder Reinigungsmittel reinmachen. Das ist natürlich Käse, aber so ist es halt. Aha, da kamen die weirden Sounds her. So. Guck mal, wie schön schnell das hier alles geht. Genau so muss es sein. Wunderbar flotti Karotti, Alter. Warum hat das eine Blut eigentlich gerade nicht geleuchtet und das leuchtet hier das Zeug? Weiß das einer? Gibt es da einen Unterschied oder so? So. Definitely not God's work. Hä? Ist das jetzt Wein oder Blut? So. Mitkommen. So, das sieht heftig aus hier, Junge. Schon mitkommen. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Hab ich nicht gesehen. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Wie schön schnell das alles sauber wird. Junge, ist das beautiful. Wie viele Wodkaflaschen der da in der Ecke hat. Schau mal. Hab ich den Scheiß nicht ausgemacht? Da ist auch noch was hinter der Tür. Gut. Ja, es ist, ne? Spritzt in alle Richtungen, ja. Aber dafür sieht es jetzt wieder sauber aus. Einigermaßen. Ja, brauchen wir ja nichts machen. Ne, so viele Kakerlaken, ist ja ekelhaft. Mama dreht durch. Was ich als kleine Fehlfunktion oder irgendeinen Fehler sehe, ist für sie ein harter Beweis dafür, dass wir verflucht oder sogar besessen sind. Ihre Medikamente wirken entweder nicht oder sie nimmt sie verdammt die Pillen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen soll. Wir sind verloren. Möge Gott unserer Familie gnädig sein. Also hier oben sind wir schon clean, ne? Das war's hier oben schon. Da müssen wir nur noch Müll aufheben. Ach nee. Hab nichts gesagt. So. Ging jetzt nicht anders, keine Ahnung warum. Junge, Junge, Junge. Ja, mei. Oh, da ist auch noch Blut. Da war auch noch Blut auf der Ecke. Wir müssen noch voll viele Beweise sammeln und so.
Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hä? Ach, dann lenk mich doch. So, guck mal hier, wie schön alles sauber wird langsam. Fast fertig geworden. Der ist jetzt auch gelb, ne? Der war doch sonst die ganze Zeit blau, oder bin ich doof? Sag mal. Hä? Ne, der ist gelb. Ich kann aber auch irgendwie nichts mehr reinpacken. Keine Ahnung. So. Dann liegt hier noch ein Beweis. Meine Mom macht mir verdammt Angst, Alter. Was? Warum? Ich wache auf und sie steht betend über meinem Bett. Wusste nicht, dass sie so religiös ist. War sie auch nicht, aber jetzt glaubt sie, der Teufel wohnt in unserem Haus. Ich packe meine Sachen und ziehe aus. Verdammt. Religious fanatics. Sometimes your mom is one of them. Wenn du halt viel kaputt machst, musst du halt auch mehr wegräumen, ne? Das kommt halt erschreckend dazu. I'm not a garbage man. I'm a trash collector. Ist da noch irgendwas, was ich wissen sollte? Ich würde sagen, das Zimmer sieht gut aus. Gut, nächstes Zimmer. Let's get rid of that. Das habe ich alles. Sometimes really don't need much to make people go crazy. Den nehme ich mit. Okay. Dann gucken wir uns hier noch mal um. Das nehmen wir mit.
Und hier am Bett, da liegt auch noch irgendwas. These antipsychotics didn't work at all. Das hat wohl nicht geholfen. Okay. Nächster Raum. Ja, beobachte mich. Spasti. Okay. Der gehört wahrscheinlich hier hin. Ort gesäubert. Der erste Stock ist fertig. Was aber nicht heißt, dass ich schon alle Sachen habe. So. Da haben wir die Schlüssel für unten. Das ist doch schon mal gut. Ansonsten war hier jetzt nichts. I hate my neighbors, the constant cacophony of stupidity that pours from their apartment is absolutely soul-crushing. It doesn't matter how politely I ask them to practice some common courtesy, they're incapable of comprehending that their actions affect other people. Naja gut, okay, also hier kann man nicht viel machen. Da liegt noch ein bisschen Knete drin. Einfach wieder zu machen. Okay. Das ist alles clear. Ab nach unten. So. Dann. Welche Tür geht jetzt auf? Die hier? Nee, aber die hier. That haunted robot vacuum won't stop until I beat the shit out of it. Ach du heiliger Bimmam.
Jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Wo sind die scheiß Katze? Muss ja hier irgendwo sein. You either die cleaning or live long enough to be cleaned. Killed her family, she finally stabbed herself in the heart. That's where maternal love comes from. The devil's work. Aber das damit? Das ist jetzt Müll, ne? Okay. Das kommt alles in den Müll. Das ist ja gut. Wo kommt denn die scheiß laute Musik her? Sind das die Nachbarn? My janitor training comes in handy. Everything started when Adam got back home from his studies. The first thing I noticed was the sudden temperature changes. It was either so cold in here that you could see your breath, was so hot that it felt like a fever. Then things started moving on their own at night. At that point, I was sure Adam was possessed. I had to save my little boy, save his soul from the evil spirit within him. Fear and delusions led her to murder. Junge, Junge, Junge. Also, der ist voll. War schon voll gemacht. Jetzt die Frage, kriege ich jetzt Reinigungsmittel rein? Ich habe, glaube ich, kein Reinigungsmittel mehr. Die sind leer. Ah, okay. Gib mir mal noch die Lampe hier. Was für eine Kacke. Wie viel? No jump scares. Let's keep it that way. So, Wasser.
Und was soll den denn blockieren? Hier ist nichts im Weg, Mann. Ach komm schon. Ist nichts dahinter oder so. Ich muss die Türen zumachen, Mann. Ihr kannst jetzt eine halbe Stunde reinspritzen überall. Das ist anders heftig. Die Mucke, die im Hintergrund läuft, geht mir ein bisschen auf den Sack. Wir haben hier auch noch gar keine Geheimnisse gefunden, ne? Wohlgemerkt. Vielleicht kann man den Nachbarn ja mal einen Besuch abstatten. Mal ein paar auf die Fresse hauen. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Ich muss die andere Seite halt sauber machen. Dankeschön. Hier sind doch behindert auf der anderen Seite. Junge, die Bilder waren aber jetzt auch irgendwie gruselig, oder? So, jetzt müssen wir den ganzen Müll nochmal eben einsammeln hier.
So. Das machen wir so eben sauber. Kann ich nicht zumachen? Gott, brr. Da schüttelt es mich aber direkt. Den Rest machen wir jetzt so. Und mit dem die Wände noch. Hört sich mal an wie so ein Lock. So. Sehr gut. Muss leider noch mal runter. Einmal andersrum fallen. An. So. Okay. Bilder wieder richtig aufhängen. Ist das auch erledigt? Wo ist meine Lampe hingeflogen? Dahin. Ganz entspannt. Bis nach Afrika. Hey, Junge. Chill mal. Was ist eigentlich mit dem Spaceman? Kann ich ihn mitnehmen? Ich will ihn haben. So. Will ich wissen, was in diesem einen Raum da drin ist? Wahrscheinlich nicht, oder? So, dann hau ich mit der Hand weg eben einfach. Ups. Demons. Demons Whisky. Oh, hat die Katze so viel Geld? Warum sind Katzensporn in den Wänden? Das ist auch merkwürdig, oder?
I've got a hunch on who the family favorite was. Cleaning comes before fixing. Okay. Lass uns mal alles einsammeln. Und ich weiß, was ich jetzt noch machen muss. Also es ist irgendwo noch Blut. Irgendwo ist noch ein Möbel nicht an seinem Platz. Da ist noch Blut. Dann nehmen wir doch jetzt mal einfach die Lampe und gucken mal, wo wir noch Blut sehen. This could have been a whole apartment. Harry Potter. Yeah, this is exactly the read I was hoping for right now. Hmm. Also hier ist nichts mehr. Hier ist alles sauber. Ah. Hab das Problem gefunden. Da waren noch ein paar Flecken an der Decke. Irgendwelche zwei Möbel haben ihren Platz nicht. Hier hängen alle Bilder. Hier auch. Eigentlich. Hier jetzt auch. Oh, okay. Zählt das nur für unten oder auch für oben? Ne, oben ist fertig. Okay. Hier muss noch irgendwas an seinem Platz. Aha. Mal wieder der imaginäre Stuhl, der nicht wollte, wie ich will. Aber es muss noch irgendwo einen Beweis geben. Es muss noch irgendwo einen Beweis geben. Ist das diese komische Musik? Ich such mal. Alter! Hier! Den hört man ja gar nicht. Such a little device, so much carnage. Junge, Junge, Junge. Ich habe sogar hier schon die Sachen rausgeräumt. Wir stehen hier. So, okay, wir sind fertig. Haut rein. Was ein Scheiß. Ich bin mal gespannt.
Perfekto. Prost. Ich gab noch ein Geheimnis. Mann. Wieso gibt's da noch ein Geheimnis, Mann? Okay. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Für die Leute ist soweit. Minecraft-Welten, die er baut im Nu. Creeper hinter ihm, doch er bleibt cool dazu. Neko, der Gamer, in der Pixelwelt zu Haus. Auf YouTube und auf Twitch geht die Party niemals aus. Mit Controller in der Hand zieht er seine Kreise. In Skyrim oder Horror immer auf die leise Weise.